Hallo liebe Modellbahnfreunde und willkommen in der Moba-Küche. Ja, heute will ich dann endlich mal zu dem Thema Produktentwicklung kommen. Da habe ich mir mal so ein paar Logs rausgesucht. Da sieht man auch meinen Spickzettel. Damit muss ich mal ein bisschen arbeiten. Wir fangen an mit den beiden Pico-Modellen hier. Da haben wir einmal die 5720/5/2. Das ist dieses schöne alte Modell. Wir sehen, die hat auch noch keine Normkupplung. Mal kurz gucken, da. Dieses Modell ist so Mitte der 60er vertrieben worden. Das ist übrigens auch das einzigste Modell, das ich nicht exakt bei Spur N finden konnte. Die anderen beziehe ich mich immer auf den Vertriebsraum, der bei Spur N-Teile angegeben ist. Wir sehen den sehr klassischen Aufbau von Pico, also den alten Pico-Modellen, die wir alle kennen, die Nohabs, die 65, wie ich sie auch sehr lange kennengelernt habe, die schönen kräftigen Bleigewichte, der Motor und selbstverständlich da unten der Antrieb. Wer eine alte Pico-Layer kennt, der kennt das so. Und dann bin ich durch freundliche Modellbahnfreunde irgendwann mal an dieses gute Stück gekommen. Das war die erste modernere Pico. Ihr kennt die Verpackung gekommen. Das ist die 94208. Die wurde vertrieben um von 2012 bis 2013. Also ein paar Jahrzehnte später. Und wir sehen da hat sich was getan. Wir sehen eine Schwungmasse, wir sehen relativ viel Elektronik, der gesamte Aufbau ist komplett überarbeitet. Wir haben diese komischen Normschacht-Kupplungen-Geschichten. Wir sehen von Grund auf ein unterschiedliches Modell. Und dieses Modell hat mich auch dazu bewogen, damals, als dann die V200 released wurde, mir direkt mal ein Modell für 99 Euro zu sichern, was ein sehr guter Deal war, meiner Meinung nach. Eine sehr schöne Lok und diese Pico-Loks in dieser Verpackung haben mit diesen, das ist noch der ganz alte Pappkarton. Die meisten kennen diese zum Ausschieben, ja. Die kamen ja ein bisschen später. Aber der Aufbau hat sich da nicht grundlegend geändert. Das kennen wir alle, hervorragende Loks geworden, ja. Hier haben wir jetzt die Arnold-Varianten der V200. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die V200 von Arnold nie als wirklich schönen fand. Wobei das ganz neue Modell, gehen wir ja mal kurz zu Minitrix, da haben wir sie auch, auch mit der Länge herkommt. Das alte Modell, ja, war dann doch ein Stückchen kürzer, wirkte für mich immer etwas bulliger, war ich kein großer Freund von. Hier haben wir noch mal eine ganz alte, mit der fangen wir jetzt an, das ist die 0201. Ja, das hat hier noch, die muss ich mal austauschen. Wir sehen hier noch ein sehr solides Blechdrehgestell, aber immerhin schon einzelnes Drehgestell. Schwer ist sie. Seltsamerweise hatten sie hier schon. Warte, eigentlich seltsamerweise. Wir erkennen da schon. Na, kann man es so sehen? Ja, den Arnold-Motor mit den drinne hängenden Motorkohlen, den wir dann später auch in der 0202 Vertriebsraum. Achso, hatte ich das hier gesagt? Sind wir hier nochmal vertrieben? So 1964 bis 1965. Das ist also auch etwas älter als ich. Dann haben wir hier jetzt, kommen wir jetzt wieder zur 0202. Vertrieben von 1970 bis 75. Wir erkennen den Motor, den haben wir auch in der 103, hatte ich ja auch schon gezeigt. Hier müsste man eigentlich auch ziemlich einfach den GAM eingebaut bekommen. Das Thema hier, also ich weiß nicht, was sich Arnold da damals gedacht hat. Das ist tatsächlich die stromführenden Elemente, die hier gegenseitig isoliert sind. Ich hatte mal das Thema, den Spaß, eine solche zu reparieren, ohne ein Vergleichsobjekt auf dem Tisch liegen zu haben, wo man gucken kann, was wie wo gebogen wird. Das war ein Spaß, ja. Das war ein Spaß, bis man da rausgefunden hat, was wohin muss, wo isoliert werden muss. Das war lustig.
Aber ja, Motor kennen wir. Dann kommen wir jetzt zur 2102. Die wurde vertrieben 2010. Da, oh, na, komm. Ich habe sie alle natürlich schon vorher gelöst. Ich hatte gehofft, dass es sauber geht. Auch hier sehen wir, da hat sich was getan. Jetzt ist mein Spickzettel runtergeschnitten. Da sieht man auf jeden Fall schon mal einen anderen Motor. Das sieht für mich schwer nach 5-Pol-Motor aus. Die fahren natürlich auch schon anders. Ja? Also die fährt natürlich mal ganz anders als die hier. Die ist unheimlich schnell. Warte mal, kann man das hier sehen? Ich habe da einen Widerstand eingelötet, damit das halbwegs akzeptabel ist. Ja? Ansonsten rennt die richtig los. Ja? Hier nochmal zu den Picos. Das sind natürlich Welten vom Fahrverhalten zwischen den beiden Loks. Ja? Das ist, da sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Ja, gehen wir hier wieder hin. Oh, wir sehen so tatsächlich schon eine Schnittstelle. Das ist natürlich, ich fahre analog, ist. Also die Analogbrücke drin, so, fahren wieder gefunden. Wir sehen eine LED-Beleuchtung. Das funktioniert auch im Analogen sehr schön mit den Wechseln. Also ich bin ein großer Fan von den LED-Geschichten. Ja, ne? Komm, machen wir mal wieder Fokus bitte. Lief doch hier vorhin die ganze Zeit ganz gut. Also auch, ne? Natürlich Unterschied hier wie Tag und Nacht und natürlich auch dahin. Ne? Da hat sich was getan. So, dann gehen wir jetzt zu Minitrix über. Bei Minitrix habe ich hier erstmal eine V200 und hier die V160er. Klare Ermangelung einfach eines V160-Modell der älteren Bauart. Hier haben wir die 2960 von Minitrix. Ich glaube, die hat so ziemlich jeder auch schon mal offen gehabt. Der Motor mit den zwei Ausgangswellen. Ich hatte es ja in meinem Video zur Minitrix E03 mal erwähnt mit den zwei Motoren, was ich nie so wirklich verstanden habe, warum sie da zwei Motoren haben, obwohl das hier ja auch mit einem wunderbar geklappt hat. Die wurde verkauft 1967 und ich glaube, die E03 war da nicht viel später. Ja, da hat sich. Können wir hier von hier vorne noch sehen? Den Aufbau kennt auch jeder, ja. Den alten Motor von Minitrix kennt auch jeder. Dann kommen wir jetzt zur Minitrix 12846, vertrieben 1991 bis 94. Auch das sind keine spektakulären Einbrüche. Den Motor kennen wir auch. Das ist quasi ja der Nachfolger. Auch ganz klassisch diese Krimpen hätten wir noch von hier Seite, sieht man sie glaube ich besser. Nein, also hier die Klemmen, die man da, man kennt es natürlich. Hier vorne fehlen jetzt diese Aufnahmen, diese schwarzen Klemmen, die nochmal führen. Haben sie halt hierfür nicht nötig gehalten bei dem Motor, weil er kurz genug ist. Sobald es länger wird, kennen wir es, dann wird hier nochmal zusätzlich geführt, damit das da vorne nicht so eiert. Auch Platine. Nix, was uns nicht unbedingt stark überrascht. Dann kommen wir jetzt zur Minitrix 16162. Das ist eine der letzten Loks. Die habe ich jetzt gerade erst beim großen Online-Anbieter gekauft. Wir kennen ihn alle. Vertriebsraum tatsächlich 2019. Und wir haben eine andere Platine. Wir haben allerdings immer noch Glühlämpchen. Der Motor ist ein 5-Pol-Motor geworden. Der Grundaufbau ist aber gleich. Wir haben jetzt hier vielleicht noch so ein bisschen Masse an dem Schneckengetriebe mit dazu bekommen. Ansonsten hat sich zu der Variante von den 90ern nicht viel getan. Zu den 70ern sehen wir natürlich einen wunderschönen Unterschied. Wobei wir sind bei Glühlämpchen geblieben. Und dann kommen wir jetzt zu Fleischmann. Mal hier. Hier haben wir die 7231. Die wurde tatsächlich verkauft ab 1977. Dieses Modell ist noch von meinem Vater. Ich habe auch ein nicht ganz abgegriffenes, aber ich mag dieses Modell. Das hat mein Papa damals
Anfang der 80er gekauft. Diese Lok hat einen nicht geringen Anteil an dem Ruf von Fleischmann, der Motor von 1970. Wir holen mal was so von 1970 her, ne? Da hätten wir mal Arnold 1970. Die Picos haben sich auch nicht wirklich verändert zu den 70er Jahren, auch wenn das jetzt ein 60er Jahre Lok ist, ja. Aber für 1977 war das bestimmt im Modellbahnbereich eine ziemliche Offenbarung. Wundervoll. Und jetzt kommen wir zu dieser Fleischmann. Diese stammt aus dem Fleischmann Star Starter Set 391705, verkauft 2020. Also, roundabout 50 Jahre später, ja? Warte mal, 43. 43 Jahre später als das Modell. Ja, da passt der Knall, ne? Also es gibt da keine Produktentwicklung. Ja, wir haben zwar vielleicht hier die Endstörkondensatoren, was wir auch, ne? Aber es ist ein Glühlämpchen, es ist kein Dreh, keine Schwungmasse am Motor, es ist dasselbe Modell. Also Fleischmann verkauft dieses Modell aktuell in sein Starter-Set 2020, dasselbe Modell, das sie 1977 auf den Markt gebracht haben. Ich finde das hier schon schwierig. Ne? Ganz ehrlich muss ich sagen, ne? Von dem Modell zu dem Modell, da erwarte ich eigentlich eine Produktentwicklung, da erwarte ich die LED-Beleuchtung, da erwarte ich eine gescheite Schwungmasse. Da war Arnold ein bisschen besser. Da haben die so ein bisschen was getan. Ne? Die haben zumindest auf LED umgeswitcht. Auch bei den Basismodellen. Ja? Das sind jetzt ja nicht unbedingt die Flaggschiffe, die, ja, hier unsere super Sonderedition. Aber was Pico gemacht hat, ja, also die Entwicklung von Pico finde ich da wirklich beispielhaft. Und da finde ich das. Also da muss Fleischmann wirklich mal mit sich drüber nachdenken, ob man damit auf dem Markt weiterhin bestehen kann. Denn Kato haben wir hier jetzt noch nicht dabei. Also es gibt Loks von Kato. Ich habe so ein paar amerikanische SD45 Modelle, die bestehen nur noch aus Schwungmasse. Die Dinger laufen mega nach. Ne? Also die laufen wirklich stabil. Der Schwerpunkt ist vielleicht ein bisschen hoch, gerade bei meinen schlecht gelegten Gleisen. Da haben die so ein bisschen das Thema, dass die sieht so ein bisschen aus Schaukeln. Ich mache euch da auch nochmal ein Video von. Das sind natürlich Loks, die in einem ganz anderen Preislevel laufen. Also das ist ja nicht so, dass wir Fleischmann zum Schnäppchenpreis kriegen. Ja? Das ist das, also die. Wo ist mein Finger? Da. Das kriegen wir ja nicht zu dem Preis, ja. Also die V200 von Pico mit 99 Euro läuft ja deutlich unter dem Preis von Fleischmann. Und warte mal, ich habe hier noch eine liegen, bin ich der Meinung. Warte, die V200 von Fleischmann. Da, ehemals Rocco. Da haben wir sie auch nochmal. Da hat sich ja nun auch nicht so viel getan. Es ist der Motor. Das ist immer noch derselbe Motor, der 1977 verbaut wurde, entwickelt wurde. Die haben jetzt eine Schwungmasse. Dieses Modell ist noch. Ich habe noch eine andere Variante davon. Da ist selbst die Schwungmasse das gleiche wie in der 7236. Das ist die BR218. Wurde 90er Jahre auf den Markt gebracht. Da haben sie es halt geschafft, mal so eine kleine Nut reinzufriesen, um für eine Schwungmasse Platz zu schaffen. Ja. Aber auch hier haben wir immer noch. Kann man sehen, ein Glühlämpchen drinne. Es ist keine LED-Beleuchtung. Ich glaube natürlich, dass Fleischmann da gar nicht so ein großes Interesse hat, weil Fleischmann setzt ja sehr stark auf das Digitalthema, ähnlich wie Minitrix. Da ist das vielleicht nicht so relevant, ja? Ob da nun eine LED drinne ist oder eine
ein Glühlämpchen. Im Analogen macht das natürlich einen sehr großen Unterschied, ob gleich, schon bei geringen Spannungen beim Anfahren dann ein vernünftiges Lichtbild da ist oder nicht. Das hat man hier natürlich nicht, ne? Wenn die anfahren, dann ist das dunkel. Ah, das Licht ist inzwischen ausgegangen. Ja, da setzen also die beiden großen deutschen Hersteller meiner Meinung nach zu stark auf die Digitaltechnik. Gut, der Digitalist wird sagen, pff, dein Problem, dann fahr halt digital, Idiot. Ist okay, ich mag es halt analog. Ja? Ich mag halt auch die Motoren hören. Und also ich will das nicht über CV-Werte regeln, sondern ich will halt schon sehen, ob der Motor vernünftig regelt. Und es bringt mir auch viel Spaß, hier ne, zu gucken, wie reagieren Loks unterschiedlich auf unterschiedliche Travos. Ne? Die Gams, ich habe es ja hin und wieder schon mal erwähnt. Das bringt mir halt Spaß. Ich bin jetzt nicht, wie man sieht, der Landschaftsbauer. Also das hier beruht tatsächlich auf mich. Das hier, das war meine Tochter, auch das da hinten und das hier war mein Sohn. Damit habe ich nichts am Hut. Das interessiert mich. Ich bin halt hier, ne? Und ich finde das sehr schwach. Also ich bin da der Meinung, dass die großen Brands, Fleischmann, Minitrix, da schlafen. Arnold hält sich in Grenzen. Pico macht meiner Meinung nach alles richtig und wird da sicherlich auch noch langfristig konkurrenzfähig bleiben. Aber wenn Kato so richtig Bock hat, auf unser Markt einzusteigen und die diese ganzen deutschen Modelle, also DB-Modelle, DR-Modelle, auf den Markt bringen, so wie die ihre japanischen Züge und amerikanischen Züge auf den Markt bringen und zu Preisen, die häufig echt okay sind, ja. Und die laufen ja nun auch häufig wirklich, wirklich gut. Dann sieht das mit sowas hier ganz schlecht aus. Also 1977, 2020. Echt jetzt? Also nee. Also ich finde es persönlich schlecht. Ich meine, dass die Loks, ne, super fahren, ja, dass da, also. Natürlich ist die, sowohl die, natürlich wesentlich dichter an den Fahreigenschaften als an der, ja. Also sie tun's ja und sie funktionieren auch. Und sie laufen auch ganz schön. Und das muss natürlich 1977 ist Pico deklassiert worden durch dieses Modell, ja. Das wollen wir auch nicht unterstellen, ne? Deswegen haben sie auch diesen Namen, ne? Deswegen haben wir auch, oh, Fleischmann-Loks. Fleischmann-Loks waren wirklich etwas. Ich glaube, sie verlieren, ne? Weil sie sich irgendwie auch zu schade sind, diese Zugpferde, diese Basisloks. Ja? Jeder braucht eine BR212, jeder braucht eine 218. Das sind doch die klassischen Loks. Und die muss man vernünftig auf dem Markt haben und immer mal wieder vielleicht ein überarbeitetes System haben. Aber sie bauen immer noch Dreipol gerade gewickelte Motoren ein. Habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Das sind alles. Dreipol gerade gewickelt. Hier haben wir jetzt schon Fünfpol, Dreipol gerade, Dreipol gerade. Da sind wir Fünfpol schief gewickelt. Da sind wir auch Fünfpol schief gewickelt. Und das sind natürlich auch wieder gerade gewickelte. Vielleicht ist hier jetzt jemand, der das nicht so drauf hat. Warte, warte, warte. Ne, das sind die hier. Wo ist mein Motorköfferchen? Da haben wir doch was. Ah, es sind aber alles gerade gewickelte, oder? Ja, es sind alles, ne? Aber wir haben hier einen 5-Pol-Motor gerade gewickelt. Sobald diese Linie hier schief liegt, ja, dann fallen diese Rastmarken weg, weil immer ein Teil des Magnetkerns im Magnetfeld läuft. Und dadurch gibt es dann keine Rastmarken mehr. Was ja auch der große Vorteil von den Glockenankermotoren ist. Habe ich hier jetzt irgendwo noch schief gewickelten? Komm, ich ziehe das jetzt durch. Wartet ganz kurz. Ich habe hier bestimmt noch einen schief gewickelten. Wo ist die Motorkiste? Wo ist die Motorenkiste? Das sind übrigens alles Motoren, die ich noch überarbeiten muss. Da haben wir doch einen. Da haben wir doch einen. Das ist auch von einer etwas moderneren Minitrix, soweit ich, wenn ich mich recht entsinne. So. Ja, Fokus. So, da haben wir halt eben diese nicht mehr parallel laufende, dadurch
Das merkt man auch beim Drehen, ja? Der hat kaum noch Rastmarken. Jetzt schleift da hinten das andere Teil. Bei den Motoren merkt man das ganz klar, diese einzelnen Rastmarken. Und die Pole erhöhen natürlich die Zahl der Rastmarken. Dadurch werden sie kleiner und dadurch wird der Lauf natürlich auch wesentlich besser. Das sind klare mechanische Möglichkeiten, den Lauf zu verbessern, was Minitrix und Fleischmann in vielen Modellen nicht machen. Ja, bei Fleischmann ist es mir überhaupt nicht bekannt, dass sie da irgendwie von ihren aus den 70er Jahren stammenden Motor, der da wirklich klasse war, ja, abweichen. Mir ist noch keiner untergekommen mit einem anderen Motor. Das machen die anderen Hersteller natürlich um Welten besser. So leid es mir tut für Fleischmann. Ich meine, ich habe von denen ein paar Loks mehr. Nicht mehr die aktuellen, weil das Preis-Leistungs-Niveau da einfach nicht stimmt. Ja, da zahlt man hohe Preise für 70er Jahre Technik. Sorry. Und das alles wegzubügeln, indem man da einen Digitaldecoder reinnagelt und dann über die CVs und so, das ist, ich meine, tut's, glaube ich. Ja, also ich glaube, in einem Analogbetrieb ist das, kriegt man das, glaube ich, dann tatsächlich nicht so wirklich mit. Im Digitalbetrieb. Ja. Im Analog merkt man Unterschiede im Fahrverhalten von den Motoren zu diesen Motoren. Ihr fehlt ganz klar Schwungmasse. Hätten sie es da noch geschafft, den Rahmen einfach umzubauen, etwas umzubauen, um da irgendwo eine gescheite Schwungmasse reinzubekommen. Der Rahmen ist das gleiche. Das ist durchtauschbar. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man den Motor auch hier in die alte reindrücken kann. Warte mal, können wir kurz über Preise unterhalten? Was habe ich bezahlt? Ja, war ein guter Preis. 51 Euro habe ich bezahlt. In der Bucht. Ich würde 80, 90 Euro mehr würde ich auf jeden Fall nicht ausgeben. Ja. Die war jetzt bei 140. 50, dann sagen wir 60, 70 Euro, 140. Das ist die Hälfte für einen anderen Motor. Kauft euch einen neuen Motor. Habt dasselbe Modell. Gut, ich habe mich jetzt nicht über die Optik ausgelassen. Ja, die sieht schon ein bisschen anders aus. Also die Lacke und so, das ist, ja, okay. Bisschen hübscher ist sie. Muss man ja lassen. Ist ein bisschen mattierter. So, aber Aussehen ist ja immer Geschmackssache, aber die Welten haben sich da auch nicht getan. Hier ist es, glaube ich, auch mehr das Ausgeblichene. Ja? Wenn ich jetzt dieses andere Modell hole, ja, das Ozeanblau ist, also das ist auf jeden Fall ein sehr kräftiges Blau, kommt jetzt über die Kamera ein bisschen stärker noch raus. So würde ich ganz klar sagen, das ist ja viel zu dunkelblau, das hat ja mit diesem Ozeanblau nichts zu tun, das wirkt ein bisschen blasser, beziehungsweise es ist tatsächlich ein bisschen blasser, als es jetzt gerade unter dem Licht wirkt. Aber gut, ich schwafel mich um Kopf und Kragen. Ja, wir haben Hersteller mit einer sehr guten Entwicklung. Wir haben Hersteller mit einer Entwicklung. Wir haben Hersteller mit einer mäßigen Entwicklung. Und wir haben Fleischmann. Sorry. Ja, ich bin da tatsächlich enttäuscht. Ne? Also ich finde, dass Fleischmann da viel liegen lässt und eigentlich für den Preis, den sie aufrufen, tolle Modelle bauen sollten. Auch wenn ich das Remake der V188 ansehe, habe ich mir nicht gekauft. Ich glaube, die läuft auch ganz toll. Aber wenn ich sehe, dass der Spalt zwischen den beiden Teilen breiter geworden ist. Ja, das ist ja ein Rückschritt in unserer Welt. Und dann auch noch ein Motor drin ist. Ja, da wird meiner Meinung nach kaputt gespart, ja. Pico. Pico habe ich einige Modelle von, finde ich sehr schön, machen einen guten Job. Sind die LEDs vielleicht ein bisschen hell? Habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt in einem Video. Die ist für uns Analoge natürlich so eine Sache, da haben wir wenig Einfluss drauf. Die Digitalen können da sicherlich mit den CV-Werten irgendwas chinchen, irgendwas machen. Ist für uns ein bisschen schwierig, aber auch die BR101 habe ich noch nicht. Mein 270 Flocken, das ist dann auch schon wieder eine Aufnahme, aber das ist ein geiles Modell. Ne? Also alles, was ich gesehen habe, die ist schon cool. Ich habe das Ding natürlich von Rocco.
Ja, muss ich mir eigentlich nochmal kaufen. Aber 270 € ist auch schon eine amtliche Ansage, ne? Und die Pico V299 €, das war schon Brett, ja. Dass sie dann die Farbvarianten jetzt im Nachgang für 130 € auf dem Markt laufen lassen. Ja, gut, da wisst ihr auch, das Ding wäre 100 € wert. Das ist so eine Plus-Null-Kalkulation vielleicht. Das sind sie vielleicht im Markt reingesprungen mit, um mal Hallo zu sagen. Weiß ich nicht, kann ich natürlich nicht sagen. Ist nur Spekulation. Und haben sich dann gesagt, warum denn bei jeder Lok 30 € liegen lassen? Weil wir mit 130 € immer noch deutlich unter der Konkurrenz liegen. So, ich glaube, ich habe genug geschwafelt, ja. Ja, 25 Minuten, meiner Treu. Ja, ich hoffe, ihr hattet da ein bisschen Spaß dran. Es sind viele Sachen, die da so sind. Da kann man auch sehr unterschiedlicher Meinung sein. Ich mache euch vielleicht irgendwann nochmal ein Video von denen hier, aber ich kriege noch von allen Kollegen die Original Kupplung. Die hatten früher hier noch so einen kleinen Dorn für oben, weil die aus einer Zeit stammt, wo es eben diese Normkupplung noch nicht gab. Wie halt auch bei der hier. Und da habe ich schon Bock drauf. Das ist schon kleine Flitzpiepel hier. Ja, komm. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.